Moin Leute, kurz bevor das Video losgeht, das Ganze ist im Rahmen der Dr. Pepper Show für Summoners Inn entstanden, wird jetzt oder wurde ausgestrahlt vor den World Finals. Ich selber habe dafür kein Geld bekommen, aber Summoners Inn eben schon, deswegen wollte ich euch nur informieren, so, das ist quasi indirekten Product Placement quasi für Summoners Inn. Unsere Aufgabe war, uns gegenseitig so ein bisschen zu parodieren. Ich bin mit Mori am Start und deswegen kochen wir jetzt was Leckeres. Ne? Ich würde sagen, auf geht's und viel Spaß. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Sola kocht. Wir kochen heute zusammen Nudeln mit Pesto auf einem Salzbett fünf verschiedener Regionen. Pento Salsoraggi nennt man das in Fachkreisen. Wir haben hier die guten Bultoni Nudeln. Die sind besonders geeignet für unser Vorhaben, da sie das Salz besser als andere Nudeln aufnehmen. Grund dafür sind alte Techniken, die der gute Kaiser Wilhelm III. Damals ins Leben gerufen hat. Denn diese Nudeln werden von Facharbeitern mehrfach nochmal penetriert, damit das Salz bis in den Kern durchkommt. Aber was braucht eine gute Portion Nudeln? Natürlich etwas heißes Wasser. Wir haben hier den Kochtopf schon mal parat. Auch hier natürlich, manche Leute werden sich fragen, warum ist denn der Kochtopf so wie er ist? Damit man ihn als Hut wiederverwenden kann. Weiß jedes Kind, sehr schlau gemacht. Und wir fangen an. Das Wasser ist jetzt an seinem richtigen Platz. Nun müssen wir etwas Hitze hinzufügen. Dazu gehen wir direkt volle Energie voraus. Zack, erstmal schön die neuen. So, Nudeln sind nun der nächste Kandidat. Auch da heißt natürlich Vorsicht walten lassen, denn die Nudeln sind sehr empfindlich. Mögen zwar hart erscheinen, aber auch nur der leichteste, unvorsichtige Vorgang und schon sind sie kaputt. Deswegen auch dementsprechend knusprig und deswegen ziehen wir das Ganze jetzt auch mit etwas Wasser auf, um die Nährstoffe zu regenerieren und unser maximales Geschmackserlebnis entfalten zu können. So, meine Lieben, falls ihr Besitzer einer etwas moderneren Küche seid, dann kommt mal mit. Könnt ihr natürlich auch den Boost verwenden, um das Wasser ein bisschen anzuheizen. So wie ich in LOL könnt ihr das Ganze boosten und es geht etwas schneller. Sola, was machst du denn da? Das riecht gut. Das kommt nachher auch noch ran. So, meine Freunde. Das Wasser sprudelt vor Vorfreude, genauso wie ich. Und jetzt heißt es, bevor wir die Nudeln reinpacken, erstmal kräftig würzen. Dazu haben wir ja hier etwas vorbereitet. Fünf verschiedene Varianten für fünf Geschmacksebenen. Anfangen tun wir mit dem guten Alpensalz. Das ist eine sehr, sehr gute Grundlage für den Körper des Wassers. Fangen wir an. Einfach mal ein kleines bisschen einfügen. So, dann müssen wir einen kleinen Geschmackstest durchführen, meine Lieben, damit ihr auch wisst, was ihr tut. Schmeckt schon gar nicht schlecht. Nun ist das gute Kräutersalz dran. Sag mal, Sola, wer macht denn die Kräuter in das Salz? Ah, mein lieber Tim. Gut, dass du fragst. Es gibt dort gewisse Mühlen. Du kennst sicherlich die Mehlmühlen. Das gleiche gilt für Salz. Salz sind ja Kristalle und Kristalle müssen erstmal zu dieser feinen Form gemahlen werden. Dazu gibt es ja, hier kann man nochmal gucken, das ist ja sehr, sehr fein hier tatsächlich. Die Mühlen werden dann verwendet, um das Salz klein zu mahlen und dort werden dann Kräuter hinzugefügt. Da entsteht diese homogene Form. Aber wir sind immer noch nicht fertig, meine Lieben. Jetzt kommt das gute Tafelsalz, ne? Jetzt noch das Jodsalz für die Gesundheit. Ja, eure Schilddrüse wird euch da tatsächlich danken. Zack, machen wir mal rein. So, wunderbar. Und ihr seht auch schon, das Wasser hat eine herrlich grünliche Farbe angenommen durch die Enzyme, die die Kräuter bieten. Jetzt ist es Zeit für die Nudeln. Da könnt ihr einfach grob schätzen. Ich nehme jetzt einfach mal so, ich sage mal 300, ja, sagen wir 274,8 Gramm, einfach nur ganz grob geschätzt, rein da, wunderbar, bisschen mehr geht noch, so, perfekt. So, meine Lieben,
damit sind eigentlich alle Vorbereitungen getroffen. Jetzt heißt es, Deckel drauf und einfach. Ah, ihr seht, der Deckel passt perfekt. Leichte Luftlöcher dienen dazu, um die Nudeln etwas atmen zu lassen, damit sich der Geschmack voll entfalten kann. So, meine Lieben, am besten findet ihr heraus, ob die Nudeln durch sind oder nicht. Nehmt sie einfach, nehmt und eurem Kameramann ins Gesicht wirft. Wenn er schreit, dann sind sie perfekt durch. Jetzt heißt es noch etwas abtropfen, die Nudeln, ja. Dazu nehmt ihr die einfach zum Waschbecken und knallt das Ganze einmal durch. Ja, abschrecken braucht ihr sie nicht. Dafür müsst ihr einfach nur einmal grinsen, dann ist alles gut. So, zack, die Nudeln sind abgetropft. Jetzt noch wunderschön anrichten und manchmal passieren auch Missgeschicke, aber das ist gar kein Ding. Einfach aufheben und wieder rauf tun. Denn Hitze tötet bekanntlicherweise ja Bakterien. Wir sind jetzt schon fast fertig. Eine Zutat fehlt nämlich nur noch. Und zwar das gute alte Pesto, meine Lieben, ja? Pesto? Hab ich gerade Pesto gehört? Jawohl, da haben wir schon den richtigen Kandidaten. Nehmt einfach etwas. Ja, geduldige dich bitte noch. Hallo, Entschuldigung, ein bisschen Geduld noch. Man muss natürlich vorsichtig gehen, denn Pesto hat einen sehr, sehr intensiven Geschmack. Deswegen einfach ein bisschen, ja, mit Gefühl das Ganze hier etwas rauf tun. Und dann habt ihr eine wunderschöne Mahlzeit für euch. Ja, die ganz, ganz letzte Zutat jetzt noch. Manche würden Parmesan draufpacken, aber wir haben hier Fleur de Sau. Manche würden jetzt meinen, das ist Salz. Ist es auch. Kommt noch oben rauf und fertig haben wir unser Meisterwerk. Guten Appetit, mein Lieber. Viel Spaß damit. Danke, dass ihr wieder dabei wart hier heute bei dieser Folge Sola kocht. Ein glückliches Persönchen haben wir hier. Ihr könnt das Ganze nachkochen. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Oh, du bist reich an der Nase.